ob als Hecke, in Strauchform, als Schattenspender auf Hochstamm, als Halbstamm oder auch als mehrstämmigen Baum, kann der echte Rotdorn für Alleen, Parkanlagen, Gärten und Straßenbegrünung verwendet werden. Das in allen Teilen ungiftige Rosengewächs ist extrem frost- und stadtklimafest und steckt durch deren tiefgehendes Wurzelwerk Hitzeperioden problemlos weg. Sehr beliebt ist die aus dem zweigriffligen, weißblütigen Weißdorn gezüchtete Variante Paul's Scarlet mit ihren gefüllten pinkroten Blüten, die von Mai bis Juni eine begehrte Insektenquelle bietet. Gern steht er in voller Sonne, auch Halbschattenplätze sind bei ausreichend Platz und nahrhaften, tiefgründigen sowie kalkhaltigen und durchlässigen Boden ideal. Um gut anzuwurzeln, wird im Frühjahr, egal ob bei Sträuchern für Heckenbepflanzung, als Halb- oder Hochstamm in imposanter Einzelpflanzung, wird das Pflanzloch gut in Tiefe und Breite ausgehoben und gelockert. Das Erdreich wird großzügig als der Pflanzballen ausgegraben und mit Hornspänen eingestreut. Der Ballen des Crategus levigata wird mittig 3 cm tiefer als die Erdoberkante ist platziert und mit einem Stützpfahl in rauen, windigen Regionen versehen. Nach dem Einfüllen der Erde wird die Pflanze leicht angetreten und kräftig gewässert sowie gekreuzt zwischen Stamm und Pfahl verbunden. Nachdem das restliche Substrat verteilt wurde, darf, wer möchte, mit Rindenmulch, Asthäcksel, Lavamulch oder ähnlichem Mulchmaterial abgedeckt werden. Wetterabhängig sollte in den ersten 1,5 Jahren bei längerer Trockenheit und Hitze 1 bis 2 Mal wöchentlich gut gewässert werden. Ansonsten passt man sich dem Wetter an. Düngen muss man nicht im lebhaften, nährstoffreichen und lockeren Mutterboden. Außer bei sandigen, nährstoffarmen Erdreich kann ein 2-Jahres-Rhythmus für die ersten 6 bis 7 Jahre mit Kompost, Hornmehl oder Langzeitdünger geholfen werden. Bereits nach dem 3., 4. Pflanzjahr hat die Pflanze sich gut eingewurzelt und holt sich die wichtigen Nährstoffe im tieferen Wurzelbereich. Kurz nach der ersten Blüte darf der echte Rotdorn bei einem Zuwachs von 40 bis 50 cm pro Jahr geschnitten und geformt werden, wobei das Tragen von Handschuhen des dornigen Gesellen erforderlichen Schutz bietet. Durch spätere Schnittarbeiten im Herbst oder Frühjahr würden die Blütenansätze zerstört werden und somit nur sehr schwach der Rotdorn blühen. Seltener bildet der Crategus levigata Paul's Scarlet Früchte und ist im Gegensatz zum verwandten Weißdorn eher ein robust schöner Zierbaum.
Mit schneeweißen, bogig überhängenden Ruten wächst die Brautspiree als Deckpflanze vor großen Hecken, als Einzelstrauch oder in Gruppen angeordnet, aber auch in niedrigen Blüten- oder Zierstrauchhecken, auch als Sichtschutz in Terrassennähe. Der sommergrüne, anspruchslose und robust aufrecht wachsende Zierstrauch präsentiert bereits im April seine langen, duftenden Blütenrispen am Vorjahresholz, mit denen er neu ausgetriebenen hellgrünen Blattaustrieben präsentiert. Das Rosengewächs wird mit einem jährlichen Zuwachs von ca. 20 cm zwischen 150 und 200 cm hoch und breitet sich auf 130 bis 170 cm aus. Um im Frühjahr bereits die ersten Blüten der Schneespiree riechen zu dürfen, wird sie bestenfalls im Spätsommer ab Ende September bis Anfang November gepflanzt. So ist genügend Zeit, um sich an Standort und Substrat anzupassen. Da der Zierstrauch häufig als Topfware angeboten wird, ist auch eine Frühjahrspflanzung möglich, wobei dieser mehr Pflege und Aufmerksamkeit im ersten Pflanzjahr durch den Sommer fordert. Das Insektenrestaurant fühlt sich in der Sonne am wohlsten und kommt im lichten Halbschattenblitzen gut zurecht. In einem gut durchlässigen, humosen, locker lehmigen, auch sandig leichten Gartenboden fasst die Spirea arguta schnell Fuß. Zum Einmischen kann Laub und feiner Asthumus, Hornspäne Pflanz oder bei leichten Sandboden auch Tonerde verwendet werden. In das gut gelockerte, großzügig ausgehobene Pflanzloch wird der Strauch etwa 1 cm tiefer, sodass die Ballenoberseite etwa 1 cm mit Mutterboden bedeckt ist, gesetzt, aufgefüllt, leicht angetreten und gut gewässert. In sonnigen Plätzen empfiehlt sich ein Abmulchen mit Rinden oder Astmulch, um die Bodenfeuchte länger zu speichern. Da die nicht giftige Schneespiree schlecht Trockenheit verträgt, sollte je nach Wetterlage und Ballengröße alle 2 bis 3 Tage gut gewässert werden, was mit dem sogenannten Fingertest 3 cm tief festzustellen ist. Eine leichte Düngung mit Reifenkompost, Laubhumus oder Hornmehl, das gestreut und eingewässert wird, sowie organisch-mineralische Langzeitdünger für Ziersträucher und Hecken reichen der genügsamen Brautspiree einmal im Frühsommer, ab etwa Ende Mai nach dem Verblühen bis Johanni dem 23. Juni im Zweijahresrhythmus vollkommen aus. Nach dem Verblühen kann die Schneespiree genauso wie in der Düngerzeit nach 3 bis 4 Jahren in der Basis ausgelichtet und leicht geschnitten werden. Um den natürlichen Wuchs beizubehalten, kürzt man die überhängenden Triebe bei einzelstehenden Sträuchern ein, um den Wuchs zu mäßigen. Achtet aber darauf, dass vom Neuaustrieb nicht zu viel reduziert wird, dass sonst die Blütenfülle im nächsten Frühjahr mager ausfallen kann. Ein No-Go ist, mit der elektrischen Heckenschere den lauberwerfenden Strauch wie einen Besen gerade abzuschneiden und das auch noch jedes Jahr. Den natürlichen, elegant filigranen Wuchs erhält man auch bei, wenn die Schneespiree alle 2 bis 3 Jahre bis Ende Juni eingekürzt und bis auf 10 cm, die stehen bleiben, leicht ausgelichtet wird. So setzt der Strauch in den unteren, geschnittenen Basisbereich wieder feine Ruten an und sieht auch nach Jahren nicht verkahlt aus.
mit einer unregelmäßigen, oft malerischen Wuchsform, ihrem leicht bogig überhängenden Zweigen und dem reichhaltigen Zapfenschmuck zieht die Zapfenfichte neugierige Blicke auf sich und zeigt bereits in jungen Jahren ab Ende April ihre purpurroten weiblichen Zapfenblüten bei hellgrünem Austrieb. Bis September reifen die braun werdenden Zapfen oval groß heran und bieten sehr wertvolle Samennahrung für kleine Nager wie Maus und Eichhörnchen, aber auch für Specht und Co. an. Durch ihren mäßigen Jahreszuwachs von 8 bis 10 cm bleibt die Picea abies acrocana als veredelte Variante auf Rotfichte mit 3 bis 5 Metern Höhe und einer im fortgeschrittenen Alter erreichbaren Wuchsbreite von 3 bis maximal 4 Metern relativ klein als Fichte. Als Blickfang wird sie bevorzugt als Einzelpflanze in Grünanlagen, Stein- und Heidegärten, als Sichtschutz an Terrassen oder Eingangsbereichen gepflanzt. Sehr langsam wächst die Zapfenfichte im sonnigen, aber auch halbschattigen Platz und bevorzugt einen leicht feuchten, mittelschweren, mäßig sauren bis neutralen Erdbereich, der mit einem pH-Wert zwischen 4,5 und 6 vertreten ist. Gute Wasserdurchlässigkeit sollte präsent sein. Der Boden darf je nach Zustand mit reifem Kompost, Nadelhumus oder Pflanzerde, wenn nötig Sand, in jedem Fall aber mit Hornspänen vermischt, gut gelockert und aufgewertet werden. Ob als Topfpflanze oder als Ballenware, sollte die Picea abies acrocana im Frühjahr von März bis Mai oder von September bis Oktober gepflanzt werden. Der Pflanzballen wird 2 cm tiefer ins gelockerte Pflanzloch platziert, aufgefüllt mit Erde, links und rechts den Ballen leicht eintreten und gut angießen. Nach dem Versickern des Wassers wird das restliche Substrat aufgefüllt und begradigt. Wer möchte, darf mit Rindenmulch, Hackschnitzel oder Rasenabschnitt abmulchen, sodass die Feuchtigkeit länger im Boden gespeichert werden kann. Den Wetterverhältnissen angepasst ist eine einzige Wässerung pro Woche im ersten und zweiten Jahr die Regel, auch nochmal vor dem Frost- und Wintereinbruch. Im nächsten Jahr darf mit organisch-mineralischen, sogenannten Bio- oder Langzeitdüngern, Universal- oder Koniferendünger im Frühjahr bis zum Johannistag, den 24. Juni, einmal gedüngt werden. Auch gereifter Kompost, Laub- und Nadelkompost mit Hornmehl sind eine gute Wahl. Staunisse über Düngung und Wurzelschäden durch unvorsichtiges Harken und Graben machen sich durch gelbe, später braun werdende Nadeln von innen am Stamm nach außen zu den Ästen hin bemerkbar. Auch eine Zwergform der Zapfenfichte ist aus Samen entstanden und wird als Picea pungens Lagistrike angeboten, wobei die Bezeichnung pungens eher irreführend ist und mit der längeren, blau schimmernden Benadelung und der schmäleren Zapfenbildung begründet wird. Doch die Wuchsform der Lagistrike ähnelt wohl eher einer Zigarette. Diese ist aufrecht und kurztriebiger als bei der Picea abies acrocana, wie auch die weiblichen roten Zapfen der Zwergzapfenfichte unterscheiden sich in Form und Größe gering. Auffälliges Merkmal bei der Lagistrike ist der Zwergenwuchs, der nach etlichen Jahren gerade mal 2 Meter an Höhe und 1 Meter bis 1,20 Meter erreichen und unter gleichen Voraussetzungen wie die große Schwester wachsen kann.